Netzwerken, austauschen, Neues lernen. Unter diesem Motto stand Anfang Oktober das erste Salzburger Business Opening für Salzburgs Unternehmer. Jene, die ihren Fuhrpark kosteneffizienter und umweltfreundlicher gestalten wollen, konnten sich bei den Experten der Salzburger AG zum Thema informieren. Die Salzburger AG bietet heute in Kooperation mit der Wirtschaftskammer Salzburg unter dem gemeinsamen Projekt Salzburg in Bewegung die Möglichkeit für Salzburger, heute für Wirtschaftsbetriebe, alternative Mobilität selber kennenzulernen, indem wir die Möglichkeit bieten, dass sie also hier mit den Kollegen also aus der Fachwirtschaft, aus der Autowirtschaft die Fahrzeuge kennenlernen, aber auch selber testen können. Elektrofahrzeuge gewinnen immer größere Beliebtheit. So hat zum Beispiel Willi Koch in seiner Fahrschule den elektrischen Antrieb etabliert. Wir reden natürlich hier von der Nachhaltigkeit, von der Ökologie, von geringen Wartungs- und Servicekosten, von Unternehmerfreundlichkeit seit der neuen Steuergesetzgebung. Mehr zum Thema Elektromobilität finden Sie im Internet auf der Seite der Salzburger AG. Jetzt aber wieder zurück zum Salzburger Business Opening. Hier konnten Unternehmer branchenübergreifend netzwerken. So wurde die Veranstaltung zum Tag der Unternehmer. Wir möchten erstens die Vielfalt der Salzburger Wirtschaft zeigen. Wir möchten zweitens eine neue Form, eine neue Plattform des Networkens hier bieten, allen Unternehmen, und zwar branchenübergreifend. Und wir möchten drittens über das ganz wichtige Thema der Digitalisierung der Wirtschaftsprozesse umfassend informieren, sodass die Unternehmerinnen und Unternehmer hier echt einen Gewinn davon ziehen können. Weiters bieten wir die Möglichkeit, hier am Stand der Salzburger AG, dass Kunden, Wirtschaftsbetriebe des Landes Salzburg sich also über Themen der Energieberatung, der gewerblichen Energieberatung informieren oder auch Telekom-Themen, wo der Spezialist für Cablelink da ist. Hier wollen wir also ein Rundum-Angebot für die Salzburger AG darstellen. Über 3000 Veranstaltungsplätze wurden Anfang Oktober im Salzburg-Kongress gebucht und somit stehen die Chancen auf Wiederholung der Veranstaltung im nächsten Jahr sehr gut.